Servus meine Lieben und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Niklas Wettern, für die Leute, die mich noch nicht kennen. Und ihr könnt es wahrscheinlich sehen, ich bin bei Pulverbeschichtung Hamburg. Wir können endlich die Teile für die Hercules abholen. Das ist, glaube ich, jetzt 2 Wochen später. Sind schon länger fertig, aber die Zeit hat es jetzt hergegeben, dass ich sie abholen kann. Ich bin spontan hochgefahren für einen Tag, Samstag hin, Samstag wieder zurück. Perfekt. Ich glaube, der Dennis wartet auch schon so und... Ich würde sagen, komm, wir gehen rein und gucken uns die Teile mal an hier. Niklas, hey Dennis, grüß dich. Geil. Boah, der hat aber gesessen hier. Der hat gesessen, heute noch beim Krafttraining gewesen. Ah, genau. Richtig aufgepumpt fürs Video. Ja, vom Lenken wahrscheinlich genau. Mal richtig den Bizeps angeschoben. Sehr schön, dass ihr da seid. Eigentlich nur für dich hier, theoretisch. Beziehungsweise für mich meine Teile abholen. Ja. Ne? Aber super, dass es schon mal aufgebaut konnte. Geil. Ja, die sind halt alle zweifach beschichtet, also die gesamte Korrosion weggestrahlt, da war ja doch eine Menge. Genau, da habt ihr jetzt Glasperlen oder ja, Sandstrahlen? Erstmal chemisch entlackt, also das kommt echt in große Heißentlackungsbäder, dann, ja. Das ist ein Beizbad, weil das, beim Strahlen ist es so, dass du manchmal diesen Ecken hier in den Schweißnähten nicht rauskriegst. Du kriegst teilweise den Lack gar nicht zu 100% raus und auch die Korrosion nicht, also deswegen einmal der chemisch entlacken und dann wird Glasperlen gestrahlt, genau. Eine Korrosionsschutzgrundierung, eine graue Zinkgrundierung ist das. Die wird auch gepulvert oder? Die wird auch gepulvert, genau. Okay. Wird eingebrannt, dann kühlt das Ganze 30 Minuten ab und dann wird nochmal wieder neu beschichtet in dem schwarzen Eben. Zwei Beschichtungen, insgesamt geht es dreimal in den Ofen, vorher auch nochmal zum Tempern, dass eben nochmal Öl rauskommt. Genau, sagst du, wie die Öl rauskommt, das habe ich mir nicht gemerkt, weil, wie ich das schon erzählt hatte, hatte ich das ja mal selber vor, aber habe die Finger direkt davon gelassen, weil es macht einfach keinen Sinn. Ja, man träumt davon. Es gibt auch Sinn, ne? Weil es setzt sich halt wirklich in dem Material auch fest. Ne? Ja. Gerade wo so ein bisschen Öl manchmal leckt, diese Tropfen, die man so unten dran hatte, so bei älteren Fahrzeugen. Vor allem bei denen. Ne? Das ist tief drin im Metall und das kriegst du nur raus durch einmaliges Tempern, dann verbrennt das quasi. Das verbrennt. Ich denke mal so gegen ein, zwei Monate oder so sehe ich mich schon auf dem Ding, wirklich morgens, sonntags Brötchen holen für die Frauen, Mädchen dann, genau. Hinten drauf, stimmt, das sind so. Ist ein Zweisitzer, ja. Ich sehe mich auf jeden Fall da drin. Ich muss sagen, das ist sowas wie ein Pitbike, was ich mir gewünscht habe, was ich noch nicht habe. Das ist das der passende Ansatz. Perfekt. Macht ja sowas, macht ja riesig Spaß, auch wenn die nicht so viel, ich weiß gar nicht, was, 50 oder was? Nee, 100 Kubik sogar. Okay, also dann läuft das Ding doch, glaube ich. Ja. Genau, also technisch sollte eigentlich auch alles akkurat sein. Ich wollte gerade sagen, guckt das mal an, komm mal näher. Also guckt euch das wirklich an, das kannst du ja schon fast mit Lack nicht vergleichen. Also ist es ja theoretisch, ist es ja Lack, wie du schon sagst, ne? Es ist eine Lackierart. Also genau. Pulverbeschichtung nennt man auch durchaus, ist auch ein Lackierverfahren, aber eben mit einer ganz anderen Technik als... Könntest du denn theoretisch, wenn jetzt, was weiß ich, die Blessuren wären, spachteln und dann darüber pulvern, würde sowas auch gehen? Es gibt extra Spachtel dafür. Das sind, okay. Das ist, weil das war noch so eine Frage, die mir letztes Mal im Kopf überblieb, die ich vergessen habe zu fragen. Weil was weiß ich, wenn jetzt hier so Unschönheiten hast, wo du sagst, das willst du wirklich akkurat haben, dass man sagt, man kann dann nochmal spachteln, schleifen, wie beim Lackieren halt, ne? Ob das da auch möglich ist. Es gibt die Möglichkeit, es gibt elektrisch leitenden Spachtel. Also ich bin gespannt. Ich kriege das zum Glück alles in meinen kleinen Fifi-Kurs da rein. Ich bin ja mit dem Apart hier, für die Leute, die es nicht wissen. Mit der kleinen Rennmaschine. Genau, vor allem mit dem Sprinter extra angerückt jetzt zum Abgeben und jetzt mit dem kleinen Sollte reinpassen. Apart, ja, denke ich nämlich auch. Die sind auch alle sauber, die kannst du einfach auf die Rückbank legen. Ich habe extra eine Decke mitgenommen, um oder so, genau. Nicht zerkratzt. Ne? Ja. Also soweit habe ich auch schon mal mitgedacht. Sehr gut. Schon ganz cool. Ich bin echt Felgen habe ich dir auch gleich gemacht. Ne? Perfekt, würden sogar passen, glaube ich, tatsächlich. Jetzt nicht bei der Bremsscheibe, aber... Aber ich sehe gerade, was ist das denn für eine Farbe? Die Bremsselle, meinst du? Ja. Das ist ein Chromgold. Das ist kein normales Gold, ne? Nee, genau. Lass uns das mal angucken. Hinter dir sind die normalen Goldtöne, genau. Genau. Die waren jetzt leider relativ vom Haus aus, ne? Das sind alte Brabus SLK, für den älteren SLK. Also ja. Zumindest hat der Kunde das da verbaut. Genau, irre. Das wird irre aussehen. Dazu kriegt er noch matt-schwarze Felgen, sodass die richtig rausstechen. Mhm. Ne? Musst du das denn alles abkleben oder müssen die wirklich demontiert werden? Also die werden demontiert. Die Kolben raus und sowas? Ringe raus, Kolben raus. Boah. Wir machen das auch, aber nicht die Montage. Da sollte sprich, wenn du keinen neuen Satz Kolben und Ringe hast, brauchst du die ganze Aktion gar nicht machen. Bei dem war es sehr schwierig in der Tat. Der Kunde hat erstmal keine gefunden. Und das war eine Firma, die früher für Brabus die gemacht hat. Der ist in England irgendwie Kontakte jetzt aufgebaut und hat tatsächlich jemanden gefunden, der die noch fertigt. War ein Riesenakt. Der Kunde war gleich nochmal hier, um irgendwelche Maße abzunehmen und sowas. Genau. Da hinten haben wir was Feines für die US-Fraktion, Ford Mustang-Felgen. Zweifarbig gemacht, mit einem Logo eingepulvert. Das ist ja echt wild. Haben wir uns viel Mühe gegeben, genau. Also extra was ploppen das lassen. Ist ja wie mit David mit den Dreiecken war das, glaube ich. Ne? Genau, auch extra. Und den Husqvarna-Logo. Und das ist schon cool. Logos reinpulvern oder sowas. Also das wird ein sehr geiles Ding. Die Grundbasis ist rot und dann kommt schwarz drüber, war genau. Das richtig? Ja. Die ganze Felge wird erst komplett rot gepulvert und dann nachher... Die arme Frau, die dann den Bordschein mitnimmt, der Mann... Da gibt's Tote, da gibt's Tote. Ja klar, das ist wirklich sehr aufwendig. Also die Felgen, da haben drei Leute den ganzen Tag dran gesessen, um ja, das die fertigzustellen.
Ja, geil, dann laden wir die Sachen ein. Prima, sehr schön. Wollen dich natürlich von deiner wertvollen Zeit hier nicht abhalten. Ja, alles wunderbar. Wir genießen das Wetter, du genießt das Wetter, du arbeitest wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Nee, ich muss jetzt meinen Porsche reparieren. Ah, cool. Dennis, ich danke dir nochmal. Sehr schön. Komm mal. Ne? Viel Spaß Leute, beim Schrauben, ne? Check den Dennis auf jeden Fall ab. Auch auf Instagram mittlerweile richtig aktiv, verfolge ich mir auch immer ganz gerne sogar, weil ich bin ja auch handwerklich immer ein bisschen mehr als ne, ein bisschen nur gucken, Fahrzeuge und so. Sondern auch ist immer Interesse, echt geil für Leute, die auch ein bisschen draußen schrauben oder so. Man lernt auch ein bisschen was dazu, so wie jetzt zum Beispiel. Ne, mit den Pulvern ist auf jeden Fall so eine Sache, was mich interessiert, wie das alles funktioniert. Ist immer ganz cool. Ja, wir wollen jetzt ein bisschen mehr auch also tägliche kleine Werkstattvideos machen. Ne? Mhm. Wenn es nicht interessiert, der braucht nicht reingucken. Geil, ja. Aber auch mal so kleine handwerkliche Tricks und sowas einfach. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da natürlich. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert diesen Kanal. Und checkt auf jeden Fall Pulverbeschichtung Hamburg aus auf Instagram. Ich weiß gar nicht, habt ihr YouTube mittlerweile schon einen Kanal mal? Ja, da gibt's auch manchmal Filmchen. Okay, dann wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid alles und natürlich in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, haut rein, Leute. Ciao, ciao.